Muss es auch die Kupferproduktion wenigstens auf dem Hauptband verbessern. Du Idiot. So. Jetzt kriegen die auch genug Kupfer oben immer angeliefert, weil das Band wahrscheinlich schneller ist. Oder schnell genug, immer schnell genug was nachzuliefern. Das macht ja schon viel aus. Und die Öfen hauen mehr raus. Okay, wir verbrauchen so viel, weil wir gerade die Akkumulatoren mit aufladen. Dann ist ja alles gut. Muss mal eben auch eine Wand verlegen. Ich brauche Platz. Wenn du oben bei den roten Schaltkreisen den Greifer für die grünen Schaltkreise, der auf das Band legt, was zu den blauen Schaltkreisen führt, wegmachen würdest, würdest du deutlich schneller blaue bekommen. Den roten Schaltkreis, den Greifer für die grünen Schaltkreise, der auf das Band legt, was zu den blauen Schaltkreisen führt, wegmachen würdest. Ich bin für diesen Satz einfach im Eimer. Ich hoffe, dass die Rakete gleich fertig ist, einfach. Ansonsten, bin ich verdammt. Hier für alle Ewigkeit zu sitzen, bis ich sterbe. Ich bin so erledigt, ich würde sogar Minecraft spielen bald. Und Spaß dabei haben. Dann sage ich, yeah, Minecraft, geh weg von meiner Kiste oder ich muss dich umbringen. Oder Schlawiner, was fällt dir ein, meine Kiste zu gehen, meine goldene Spitzhacke wegzunehmen? Oder was auch immer. Voll geil, jetzt stell dir mal vor, die greifen da so halb schräg an den Zug. Noch besser. Ach, kann ich gerade gar nicht machen, weil dann muss ich ja den Zug anders legen. Da muss ich ja da eine Gerade hinbauen. Ne, das schaffe ich auch nicht mehr heute. Ich mache jetzt einfach hier eine doofe Wand. Könnt ihr Munitionskack noch einsammeln? Dann mache ich den hier dicht gleich. Braucht dafür aber mal eben ein paar. Frampton, ich weiß, du hast mir vorhin das schon mal erklärt, was du von mir willst.
Aber muss ich mich wahrscheinlich mal an die Dinger ranstellen gerade, um nachzuvollziehen, was du meinst. Und jetzt um die Uhrzeit bin ich, glaube ich, auch nicht mehr so fit dafür. Proof, der immer, der macht... Der redet sich immer aus mit der, raus mit der Uhrzeit. Dabei ist er auch immer um diese Zeit wach. Schön wär's. Na, eigentlich wäre es gar nicht so schön, immer um die Uhrzeit wach zu sein. Wir brauchen auf jeden Fall einen weiteren Hangar. Und bitte liefert mir jetzt mal ein paar Lasergeschütze, danke. Ich habe nur noch einen Schluck zu trinken neben mir stehen. Oh nein, schick mir bitte keine blauen. Füg die blauen dem System hinzu. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Die sollen für die Rakete eingesetzt werden. Ich habe keine Existenzängste, ich habe Stromängste. Von den ganzen Leuten, die immer dann so unsicher sind und sagen, jetzt aber mit den Sachen hier, ne, YouTube und so, ist aber ganz schön unsicher. Natürlich. Ich könnte auch sagen, wir machen jetzt Häkeldeckchen. Von heute an produziert die Marke Dr. Proof nur noch Häkeldeckchen. Bis zum absoluten Ende. Ist auch ein Risiko. Habe ich vorher noch nicht gemacht, aber es ist mein Traum. Deshalb sollte ich jetzt Häkeldeckchen produzieren. Ich nehme 10. Erster Liefertermin in 16 Wochen. Nachdem ich mir Häkeln beigebracht habe. Machst du auf Kickstarter, genau. Ich suche jetzt für mein Unternehmensprojekt Gamer-Häkeldeckchen. 20.000 Euro Unterstützung. Damit ich auf der Couch erstmal ein paar Serien nachgucken kann, wo ich keine Zeit hatte. Und dabei häkel. Uch, hey, 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 Entschuldigung. Oh Mann. Eine Gamer-Mausdecke. Ich finde, man müsste einen Handschuh produzieren, der den Handballen halt schützt. Für lange Gamer-Sessions. Ich habe nämlich letztens geguckt, es gibt dafür überhaupt nichts mehr auf dem Markt. Und den nehmen wir den Proof Shout Schuh. Was auch immer, irgendwas mit Proof.
Das ist übrigens das erste Spiel, wo die Leute nicht sagen, bau nicht immer so eckig. So, wenn ich einen Akkumulator bauen, dann hat er auch Strom hier wieder. Mengenrabatt können wir locker machen. Oh oh. Moment, 16 Türme waren im Kampf verwickelt. Oh nein. Oh nein, nicht er. Geh weg, geh weg, geh weg. Alles weg. Blum, 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 blum. Oh oh. Ich speichere nicht genug Energie ein. Ich habe auch einiges leider weggenommen. Ich hoffe, ich habe genug Akkumulatoren gebaut. Sieht aber ganz gut aus. Laden wir die mit 33 Megawatt gerade. Das sieht aus wie aus dem Film Die Vögel. Das können wir auch mal rausnehmen. So, Kohle weg. Der kann... Immer den ganzen Müll, die beim Abreißen bei mir reinladen, ne? Anstatt dass sie mal den zum vernünftigen Ort bringen. Hm. 4,2 Gigajoule. Weißt du, was mir auch fehlt im Spiel? Eine Uhr. Woher weiß ich eigentlich, wie spät es ist? Gar nicht. Hm, 22:15.
Moment, ich habe 2000 Solarpanels. Wir kriegen die niemals voll. Würde ich gerade so tippen. Nimm mal die hier weg, die stören mich an der Stelle. Bring mir mal bitte ein paar Solarmodule. Wir sollten ja genug produziert haben. So, jetzt wird dunkel. 8,3 Gigajoule haben wir gerade mal drin. Ja, einen Solarpark müssen wir nochmal weiter kopieren, ne? Keine Angst vor den Solarparks. Gibt im ganzen System keine roten Module mehr. Sonst würden nämlich welche angeliefert werden. Brauche ich echt für die Umspannwerke die roten Module? Naja, hat es mir immerhin angezeigt. Ich werde die Produktion dafür wahrscheinlich gerade nicht finden. Irgendwo habe ich den noch dazwischen geknallt gehabt. Da rechts. Nee. Da oben. Okay, wir haben noch 46, das reicht vollkommen. Boah, 95%! Und danach noch den Satelliten bauen.
So. Nein, man sollte die Rakete wahrscheinlich nicht ohne Rakete starten. Ich hoffe, bei 100% bleibt er auch stehen und startet nicht einfach, wie du sagst, ohne den Satelliten. Ich glaube, dann erschieße ich mich hier, ey. Da komme ich wahrscheinlich auch bei GameStar an diesen komischen... Und das sind die größten Livestream-Fails auf... Eigentlich Twitch, aber Hitbox wäre es dann. Obwohl, selbst das könnte jetzt problematisch werden. Weil die blauen Module fehlen mir. Ha, ha, ha. Aber wir können eine ganze Produktion von Raketenteilen und all so einen Scheiß mal abbrechen. Und Raketenteile mit geringer Dichte, davon haben wir nämlich genug. 96%. Da kommt der Feind. Hattest du jetzt noch ein paar Mauern angeliefert? Ja, da habe ich sie. Ich habe langsam das Gefühl, dass die aber immer aggressiver werden. Geil. Zieh ja mal rein, bis wohin ich die Mauer ziehen kann. Weißt du, was da rechts ist? Da sind unsere drei Ölfelder. Scheiße, ich habe nur 150 Wandstücke mit. Wie ich das hasse.